So, wir starten dann jetzt direkt mit den einfachen oder den primitiven Datentypen, wo wir ja gesagt haben, dass diese Datentypen aus einem einzelnen Element bestehen. Und wir fangen an mit den sogenannten Integern. Das sind ganze Zahlen, wie zum Beispiel 4 oder 2. Und wenn wir verifizieren wollen, ob ein Objekt tatsächlich von Typ Integer ist, können wir das mit der Type-Funktion machen, die einen Input akzeptiert, nämlich das zu untersuchende Objekt. Und wir sehen hier, wenn wir uns von der Zahl 4 den Type ausgeben lassen, es ist der Type Integer, das heißt der Typ ganze Zahl. Und Integers werden von Python eigentlich so verwendet, wie wir es im Alltagsgebrauch verwenden würden. Also wenn wir uns das jetzt hier zum Beispiel mal anschauen, Multiplikation funktioniert bei Integern genauso, wie es intuitiv gedacht ist. Addition, Subtraktion, das ist alles genauso, wie wir es eigentlich auch erwarten würden. Integer sind, kommen in Python extrem häufig vor, weil sie oft auch der Output von bestimmten Funktionen sind. Alles, was irgendwie mit Zählen zu tun hat oder eine bestimmte Prozedur mehrmals ausführen, ist oft irgendwie mit Integern verbunden. Auch wenn ihr irgendwie etwas indizieren wollt oder sowas, werden dabei auch in der Regel Integer verwendet. Ähnlich zu Integern, aber nicht ganz das gleiche, sind sogenannte Floats. Floats sind vielleicht am einfachsten als rationale Zahlen zu übersetzen. Auf jeden Fall, das Relevante an Floats ist, dass es Zahlen mit Dezimalzahlen sind. Also 5,0 wäre zum Beispiel ein Float. Und da sehen wir jetzt auch den Unterschied, sehen wir auch, dass es bei Python für den Unterschied, für den Type einen großen Unterschied macht, ob wir im 5,0 oder 5 eintragen, Kommastelle bei Python mit dem Punkt. Das eine ist ein Float und das andere ist ein Integer. Auch für Floats sind eigentlich die standardmathematischen Operationen genauso implementiert, wie wir das vielleicht auch wie wir das auch erwarten würden. Was ganz wichtig ist, dass man Floats und Integer auch eigentlich in der Regel problemlos ineinander übersetzen können. Wenn wir uns jetzt hier einmal die Variable x definieren und nach dem Type fragen, wenn wir hier sehen, dass sich dabei um ein Integer hält. Wenn wir uns hier die Variable y wäre dann dementsprechend ein Float. Und in der Regel ist es überhaupt gar kein Problem, Operationen mit Integers und Floats gemeinsam auszuführen. Was ihr hier seht, ist, dass wenn ein Integer mit einem Float über eine Operation verbunden wird, ist das Ergebnis in der Regel immer ein Float. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir einen Integer manuell in einen Float überführen wollen. Wir können das mit der Funktion Float machen. Sie nimmt ein Argument, nämlich das zu transformierende Objekt. Und hier sehen wir eben, dass wenn wir dann das Objekt x, was ja mit dem Integer 2 referenziert wurde, mit der Float-Funktion übergeben, erhalten wir dann eben einen Float 2,0. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unintuitiv ist die umgedrehte Transformation. Wenn wir nämlich die Variable y in ein Integer überführen, würden wir vielleicht erwarten, dass Python entsprechend aufrundet, weil 2,5 ja normalerweise aufgerundet werden würde. Was Python aber macht, wenn es ein Float in ein Integer transformiert, ist, dass es einfach alle Dezimalzahlen löscht und eben nicht aufrundet. Auch was vielleicht, wie gesagt, noch relevant ist, dass selbst wenn wir jetzt zwei Floats miteinander addieren und beide auf ihren Dezimalstellen lediglich Nuller stehen haben, dann ist das Ergebnis trotzdem kein Integer, sondern ein Float. Wenn wir jetzt daraus explizit ein Integer als Ergebnis haben wollen, müssten wir das
dann explizit mit der Int-Funktion auch transformieren. Jetzt kann man sich natürlich vielleicht fragen, warum Python überhaupt zwischen Integers und Floats unterscheidet und warum nicht einfach nur Floats verwendet. Ja, es gibt mathematische und logische Gründe dafür und wir werden nachher gleich ein paar Beispiele kennenlernen für Funktionen oder für Operationen, wo Integers erlaubt sind, aber Floats nicht. Also sobald es irgendwie ans Indizieren oder sowas geht, akzeptiert Python nur Integers, aber keine Floats. Also es ist keinesfalls so, dass alles, was man mit Integer machen kann, auch mit Floats machen kann, sondern es gibt bestimmte Aufgabenbereiche, wo ausschließlich die Integers akzeptiert werden. Trotzdem sind Integers und Floats in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Als nächstes schauen wir uns dann jetzt aber Strings an und Strings sind in ihrem Verhalten oft sehr unterschiedlich im Vergleich zu Floats und zu Integers. Ein String, eigentlich ein Wort, wird dadurch definiert, dass wir zunächst mal ein Anführungszeichen schreiben, dann können wir eigentlich eine beliebige Zeichenkette eingeben und wir beenden diese Zeichenkette dann wieder mit den Anführungszeichen und definieren dadurch, dann einen String. So, und jetzt ist es natürlich so, dass bestimmte Operationen mit Strings einfach wenig Sinn machen. Also wenn wir jetzt hier noch einen zweiten String definieren und den auch einen String nennen, und das jetzt hier auch gleich nochmal kurz verifizieren, hier oben übrigens auch in diesem Variablen Explorer sieht, dass es sich bei x und y jetzt jeweils um Strings handelt. Wir versuchen jetzt zum Beispiel y von x zu subtrahieren und führen das aus, dann teilt uns Python relativ direkt mit, dass das halt nicht funktioniert. Aber es ist ja auch letztendlich klar. Also wie sollte man jetzt ein Wort von einem anderen Wort subtrahieren? Ja, weiß jetzt auch nicht, wie das geht. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Operationen, die vielleicht auf den ersten Blick unintuitiv sind, aber durchaus für Strings auch definiert sind. Also eine Addition zum Beispiel, wenn wir zwei Strings hier addieren wollen, das geht. Es ist halt ein anderes Verhalten als bei Zahlen logischerweise. Was Python hier macht, ist, dass es einfach die beiden Strings aneinander kettet. Und was Ähnliches passiert auch für die Multiplikation, wenn wir jetzt einen Integer mit einem String multiplizieren, dann ist das Ergebnis einfach dieser String ganz häufig hintereinander. Hier ist es jetzt zum Beispiel der Fall, oder das ist ein Beispiel dafür, wo eine Operation für Integers definiert ist, aber für Floats nicht. Wir können kein Float mit einem String multiplizieren, das geht eben nur mit Integer. Der letzte primitive Datentyp, mit dem wir uns beschäftigen werden, sind die sogenannten Boolean Values oder logische Werte. Das sind zum gewissen Grad, könnte man vielleicht sagen, die einfachsten Datentypen, weil davon gibt es eben nur zwei Instanzationen, nämlich True und False. Die treten ganz häufig auf, wenn wir in Python bestimmte Vergleiche anstellen. Also wenn wir jetzt Python zum Beispiel fragen, ist 4 kleiner als 3, dann teilt uns Python mit, dass es false ist, und das Ergebnis dieses Vergleichs, können wir gleich mal überprüfen, ist eben vom Typ bool, ja, also ein boolean value. Wenn wir jetzt fragen, ist 2 gleich 2, erhalten wir logischerweise true zurück. Das Einzige, was vielleicht am Anfang ein bisschen intuitiv bei Boolean Values ist, aber was eigentlich ziemlich praktisch ist, ist, dass wir sie miteinander addieren können. Das habe ich noch nicht neu definiert. Dass wir sie addieren können und dabei wird der Boolean Value True als 1 gezählt und der Boolean Value False als 0. Das ist ganz praktisch, wenn man mehrere Vergleiche durchführen möchte und wissen will, wie oft der Vergleich ein wahres Ergebnis herausgegeben hat. Aber da sehen wir später noch einige Beispiele. Jetzt als nächstes auf der Liste stehen dann die Container. Container sind, wie gesagt, eben Datentypen, die potenziell mehrere von den primitiven Datentypen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, beinhalten können.